Ja, nicht nur, weil es keine richtigen Männer in der Oper gibt, ist es oft kein Spaß für Sänger. Vielleicht kennen Sie das auch, man geht frohen Mutes in die Oper. Ich gehe jetzt mal in die Zauberflöte. Ich weiß, es gibt einen Sonnentempel und einen Mondtempel und es gibt die Prinzessin und es gibt den Prinzen und alles wird gut und es ist alles märchenhaft und magisch. Und dann komme ich in die Oper, ich sehe eine Gummizelle. Und ich sehe orange Kittel. Sonnenkönig? Nein, Guantanamo. Das macht dem Publikum wenig Spaß, aber dem Sänger macht es auch nicht so richtig Spaß. Ich habe es mal erlebt, ich war in einer Produktion und wir mussten uns vom ersten bis zum letzten Moment mit Blut beschmieren. Es war wirklich ekelhaft. Wir waren von morgens bis abends mit Blut beschmiert. Es hat wirklich keinen Spaß gemacht. Dann Premiere. Der Vorhang schließt sich, wir liegen auf der Bühne, mit Blut beschmiert. Der Regisseur hebt den Vorhang so ein bisschen und sagt, och, nur so wenig Buhrufe. So schafft man es nicht ins europäische Feuilleton. Aus Kisch kommt Fellet Hasa, komm ich, was in Busta liegt. Mein Vater ist der Schweinehirt, bei allen sehr beliebt. Ich geh auch brav zur Kirche, denn bei uns da ist man fromm. Da sing ich schön mit Orgel, bis dann allen Tränen kommen. Der Pastor sagt dem Papa, dass ich schöne Stimme hab und schickt mich dann nach Wien in riesengroßes Stadt. Ich freu mich auf die Oper sehr, doch dann entdeck ich welch Malheur. Statt singen schön, da muss ich's machen auf der Bühne schlimmes. Mein Regisseur ist schwierig und ist sich krank im Kopf. Er grinst immer so schmierig wie Baby auf den Topf. Wenn Publikum ihn ausbuht, dann freut er sich und lacht. Wenn Saal am Ende leer ist, dann ruft er gut gemacht. Mein Regisseur mag gerne, wenn das Oper ist kaputt. Deswegen muss ich machen Pipi, Kaka, Eiter oder Blut. Ich möcht doch nur schön singen und tragen schönes Kleid. Muss aber hässlich aussehen, weil der Regisseur hat daran Freude. Darf singen La Bohème ist Oper, was spielt in Paris. Doch Regisseur sagt, spielt sich jetzt in Drogensumpf ganz fies. Die Mimi geht auf Strich, Rodolfo, der ist Drogenboss. Die Mimi ist nicht lungenkrank, nein, stirbt durch goldenen Schuss. Darf singen Tristan und Isolde, stieg mit viel Niveau. Ich hab orange Kittel an wie in Guantanamo. Mit 20 ich singen schwer, doch interessiert dem Regisseur. Auch Waterboarding ist nicht schön. Der Regisseur sagt, dein Problem. Mein Regisseur ist böse und insgeheim Voyeur. Er möchte immer sehen, was ich nicht mir zeigen her. Ich sing in Unterbuchse und kotze Haferschleim. Bei Wagner muss ich gurgeln, bei Mozart muss ich schreien. Mein Regisseur mag Publikum beständig provozieren. Und deshalb muss ich bei Händel auch auf Bühne onanieren. Ich sag nur, was ich...